Wir sind versammelt und feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Psalm 85 hören wir: Könnte ich doch hören, was der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Lasst uns beten. Dein sind wir, o Gott, und dein bleiben wir, auch in der Fremde und der Gottesferne. Du gehst uns nach und gibst uns nicht auf, bis du uns gefunden hast. Wir sind bewegt von deiner unendlichen Güte, Barmherzigkeit und Liebe. Verwandle die harten Herzen und lass sie Halt finden in dir. Schenke uns Herzen, die dir glauben, und lass uns in deiner Nähe bleiben. Darum bitten wir dich, durch Christus unseren Herrn. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird nicht sagen, siehe hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin, lauft nicht hinterher, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird auch der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn offenbar werden wird. Halleluja, die Hilfe des Herrn ist nahe, die ihn fürchten, dass in seinem Land Ehre wohne. Halleluja. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie werden gleich feststellen, der Predigttext, der in Ihrem Bulletin steht, ist nicht der Predigttext, über den ich heute Morgen spreche. Ich habe mich entschieden, den Predigttext aus der englischen Predigtordnung heute Morgen zu nehmen. Die Englischen haben jetzt die ganze Zeit deutsche Predigten gehört, heute hören Sie mal eine englische, aber nur vom Text. Liebe Gemeinde, was ist Geld wert? Ich will jetzt keine Wirtschaftsvorlesung halten, dazu sind wir an der falschen Stelle. Aber mir ist in der vergangenen Woche und in den vergangenen Wochen immer wieder an verschiedenen Stellen klar geworden, wie viele Faktoren den Wert von Geld bestimmen. Wir wissen von der wirtschaftlichen Seite, da sind die Banken, Weltbank, Börse, die den Marktwert einer Währung bestimmen. Daran hängt auch die Wirtschaft, die Stabilität der Wirtschaft eines Landes, die Stabilität der Wirtschaft eines Landes, die Produktion. Aber dann gibt es auch etwas, das ich mal einen individuellen Wert von Geld nenne. Was ich meine, ist, dieser Wert hängt an der Person und ihren Lebensumständen. Der Person, die es benutzt, bekommt oder hat. Das heißt, zum Beispiel, ich kann Geld in meinem Leben viel oder wenig Wert beimessen. Ich kann sagen, das ist mir wichtig und dem gebe ich viel Aufmerksamkeit, aber ich kann genauso sagen, Geld ist mir egal. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass sich der Wert von Geld damit verändert, wie viel ich davon habe. Vor einigen Wochen hat mir eine Person erzählt aus unserer Gemeinde, wie sie einem Obdachlosen auf der Straße 20 Dollar gegeben hat. Für diesen Obdachlosen waren die 20 Dollar vermutlich ein kleines Vermögen. Für die Person, die es weggegeben hat, war es so gut wie nichts. Und daran, das ist das, was ich meine mit individuellem Wert. Habe ich wenig, habe ich ein kleines Einkommen, dann bekommen auch kleine Summen große Bedeutung. Habe ich viel Geld, muss ich mir über kleine Summen keine Kopfschmerzen machen. Warum spreche ich darüber? Nun, der Predigttext, der in der englischen Predigtordnung für heute vorgesehen ist, steht im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ein Text, den Sie alle kennen. Luther hat ihn überschrieben mit »Das Schärflein der Witwe«. Dort im Markus-Evangelium hören wir die folgende Erzählung. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Gott segne sein Wort an uns. Worum geht es also? Jesus und seine Jünger sind in Jerusalem. Jesus hat gepredigt, kurz zuvor darüber, wie die Schriftgelehrten sich wichtig machen und gesehen werden wollen, aber keine Scheu haben, Armen und Schwachen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Nach seiner Rede setzt Jesus sich in der Nähe des Tempels auf den Boden und schaut dem Treiben zu. Gegenüber ist der Gotteskasten. Ich nenne jetzt mal
den Kollektenteller des Tempels. Denn es war nichts anderes. Dort konnte und sollte jeder Geld einlegen für die Erhaltung und Verwaltung des Tempels. 13 dieser Kästen gab es rund um den Tempel. Und die Menschen, die vorbeigehen, legen ein. Anscheinend viele Wohlhabende und Reiche, die ihren Teil einlegen, bedeutende Summen. Aber auch eine Witwe. Witwen hatten in der damaligen Gesellschaft einen schwierigen Stand. Hatten sie nicht die Möglichkeit, bei einem Sohn oder Schwiegersohn unterzukommen, waren viele von ihnen obdachlos und auf das Betteln als Einkommen angewiesen. Das heißt, das Geld war knapp. Das, was diese Witwe, wie Luther es übersetzt, 2 Schärflein einlegt, ein Schärflein, die kleinste Münze der damaligen Zeit, ist also für die Frau ein kleines Vermögen. Sie gibt, was sie hat. Sie gibt, was sie kann. Aber dieser kaum nennenswerte Betrag ist gerade nennenswert für Jesus. Er weiß, dieser kleine Betrag ist wirklich mit dem Herzen gegeben worden. Von dem wenigen, das die Witwe hatte, hat sie geteilt. Vielleicht oder ganz sicher heißt das, dass sie sich einschränken muss. Aber es war ihr wichtig. Sie hat aus dem Geringen abgegeben, andere aus ihrem Reichtum. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist mir eine gute Erinnerung und Mahnung über den wahren Wert von Geld. Auch in unserer Gemeinde. Wie schnell kann man der Versuchung verfallen, jenen oder jene, die viel gegeben, denen viel geben möglich ist, als wichtiger einzustufen, als jene, die wenig geben. Aber dabei wird so schnell übersehen, dass Geben und Spenden eigentlich viel mehr ist als das Geld, was wir am Sonntag zusammenlegen. Ich hoffe immer und ich glaube, dass in der Gemeinde immer jeder gibt, was er hat, mit dem dient, was ihm zur Verfügung steht. Und da sind die, die reich an Geld sind und dieses Geld gerne mit der Gemeinde teilen, um sie zu unterstützen. Wichtig, damit wir finanziell gesund bleiben. Und genauso wichtig sind die vielen treuen Geber von kleinen Beträgen. Manchmal vielleicht so klein wie das Schärflein der Witwe. Menschen, die ihr Geld ganz treu jeden Monat in unsere Gemeindekasse legen und somit unser Leben planbar machen. Wäre es nicht die treue Gabe von vielen kleinen und großen Beträgen, wäre es schwierig, ein Budget zu machen. Und dann gibt es die, die vielleicht nicht reich an Geld sind, aber reich an Zeit. Da sind die in der Gemeinde, die ihre Zeit spenden, andere besuchen, andere anrufen, mitarbeiten im Council, im Maintenance Committee, als Usher, als Sonntagsschulteacher, an so vielen verschiedenen Punkten. Und das ist mindestens genauso kostbar wie Geld. Und dann sind da jene, die reich sind an Wissen. Experten, die man befragen kann. Leute, die die Übersicht haben, die vielleicht nie groß in den Vordergrund treten, aber zuverlässige Ratgeber im Hintergrund sind. Auch das sind Kostbarkeiten einer Gemeinde. Kostbarkeiten, die gespendet werden.
Und sie alle wissen, wie kostbar es ist, wenn man jemanden im Hintergrund hat, den man um Rat fragen kann. Das ist manchmal unbezahlbar. Liebe Gemeinde, all das zusammengehört in den Gotteskasten der Gemeinde, in unsere Kollektenschale. Und eigentlich ist es schade, dass wir am Ende des Jahres immer nur eine Statistik für die Geldspenden haben. Wie spannend wäre es, wenn wir mal eine Statistik für gespendete Zeit machen würden. Für die vielen ehrenamtlichen Stunden von Musikern, von Frauen, die vor dem Freudenquell Tisch decken, Kaffee kochen, für die Menschen, die mit den Aufnahmen arbeiten, sich um unsere Gebäude kümmern, die treuen Geister, die Lampen auswechseln und kleine Reparaturen machen. Ich glaube, wir alle wären überrascht, welchen Reichtum wir haben. Agnes und ich haben heute Morgen auf dem Weg zur Kirche scherzeshalber mal ausgerechnet, was ein Gottesdienst in Volontierstunden kostet. Haben Sie eine Idee? Also wir sind so grob überschlagen auf circa 15 Stunden gekommen. Da sind die, die die Blumen besorgen. Da sind die, die die Altartücher auswechseln. Da sind die, die Nummern aufstecken. Da sind jene, die Ascher machen und frühmorgens hier sind. Da sind jene, die das Geld zählen, die die Offerings listen, die das Geld zur Bank tragen. Und sobald Musiker dazukommen, unser Musikkreis oder der Chor, verdoppelt und verdreifacht sich die Zeit der ehrenamtlichen Stunden ganz, ganz schnell. Das kann man gar nicht bezahlen. Ist all das weniger wichtig als das Geld in der Opferschale? Denn ohne all das, was ich gerade so aufgezählt habe, nur für einen sonntäglichen Gottesdienst, würde unsere Gemeinde gar nicht existieren und leben. Man kann Leute dafür bezahlen. In Deutschland leisten sich viele Gemeinden einen Küster, der viel von den hausamtlichen Tätigkeiten macht. Aber dann bleibt trotzdem die ehrenamtliche Arbeit, von der eine Gemeinde lebt. Wenn jeder gibt, was er hat, Geld, Zeit, Talent und ich glaube sogar Treue. Der treue Gottesdienstbesuch, auch davon lebt eine Gemeinde. Auch das ist wichtig. Was wäre ich als Pastorin, wenn Sie hier nicht sitzen würden? Hado und ich haben diese Erfahrung gemacht, als Covid war und die Kirche leer war. Wissen Sie, wie komisch das ist, zu predigen, wenn keiner zuhört? Vor leeren Bänken zu stehen und trotzdem irgendwas zu vermitteln zu müssen, was dann jemanden am anderen Ende am Computer anspricht? Da mag es die geben, die da etwas mehr begabt sind oder denen das leichter fällt und denen das schwerer fällt, aber ein komisches Gefühl bleibt es. Und insofern ist jeder treue Gottesdienstbesucher, jeder, der hier am Sonntag mit uns sitzt und Gottesdienst feiert, genauso wichtig wie alles andere. Für mich bedeutet es, dass wir von dieser Geschichte, die über Jesus erzählt wird, etwas lernen können, nämlich Wertschätzung. Wertschätzung für das Kleine und Unscheinbare. Wir können lernen, dass wir uns nicht danach bewerten müssen, wie viel jeder gibt, dass wir nicht den Wert einer Person oder die Meinung einer Person an Geld binden müssen, sondern dass wir sehen können, dass jeder nach seinen Möglichkeiten und seinem Ermessen beiträgt. Wir können lernen, einander wertzuschätzen, nämlich, dass wir nur alle gemeinsam Gemeinde sein können.
Gemeinde erhalten können und Gemeinde pflegen können. Schauen wir in die Anfänge der Kirche, nicht nur unserer Kirche, sondern der Kirche im Allgemeinen, sehen wir gerade dort so etwas, was ich Solidargemeinschaft nennen würde. Paulus und den Gemeindegründern war es immer wieder wichtig, deutlich zu machen, hier gibt es keine Standesunterschiede. Hier sind wir alle gleich, Kinder Gottes. Menschen, die Gott suchen. Menschen, die von Gott Weisung und Stärkung für das Leben erhoffen. Menschen, die durch Christi Tod von der Sünde erlöst sind und mit Hoffnung ihr Leben beginnen können. Menschen, bei denen Gott keinen Unterschied macht, wie reich, wie arm, wie begabt oder unbegabt jemand ist. Gott ist nur eines wichtig, dass wir in und aus seiner Liebe leben, dass wir als Gemeinde, als Brüder und Schwestern leben, einander wertschätzen, respektvoll behandeln, die Liebe, die wir empfangen, teilen. Unabhängig von unserem Besitz, von unserer Leistung, von unserem Können. Denn viel Geld macht noch keine Weisheit. Der Reichtum oder die Armut einer Person sagt nichts aus über die Weisheit und Weitsicht einer Person. Und gerade deshalb ist es doch so wichtig, dass wir in einer Gemeinde alle aufeinander hören. Und das ist etwas, das ich glaube, dass wir im Blick behalten müssen, wenn wir in die Zukunft gehen. Jeder Mensch ist wertvoll. So wertvoll, dass Gott ihn erlöst hat durch den Tod Jesu Christi. Oder fänden Sie es einladend, wenn Sie nur dann wichtig wären, wenn Sie viel Geld haben? Ich glaube kaum, dass das eine gute Atmosphäre schafft. Aber ich weiß, dass Gemeinden, in der Menschen einander wertschätzend und respektvoll begegnen, in der der Wert eines Menschen nicht an Besitz oder Einkommen oder Beitrag gebunden ist, Gemeinden sind, die andere einladen und anziehen. Das können wir auch hier in der Markusgemeinde tun. Wir sind sicher nicht perfekt. Wir können sicher noch vieles besser machen. Aber ich glaube auch, dass gute Anfänge da sind und dass hier und da wir davon schon etwa einen Vorgeschmack bekommen. Im Psalm des heutigen Sonntages wird davon gesprochen, dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit im biblischen Sinne ist immer ein respektvolles Miteinander. Wenn wir ins Alte Testament gucken, ist die Gerechtigkeit Gottes immer gebunden an das gerechte und das gute Miteinander von Armen und Reichen. Indem den Armen ihre Stimme nicht genommen wird und die Reichen nicht auf Kosten der Armen leben und die Richtung angeben. Immer geht es um ein Miteinander. Auf diesem Miteinander, in dieses Miteinander können wir gemeinsam gehen. Möge Gott uns auf diesem Weg segnen. Amen.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort besiegt die Mächte des Todes. Mit dir verliert das Böse seine Macht. Hilf uns und deiner Schöpfung. Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Wir bitten dich für alle, die Streit schlichten, Kriege beenden und Frieden schaffen. Wir bitten dich für alle, die Brücken bauen, Lügen aufdecken und Korruption bekämpfen. Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort ist Leben. Wir bitten dich für alle, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen, die verlassen wurden und an den Umständen verzweifeln. Wir bitten dich für alle, die Tag und Nacht unter Schmerzen leiden, die keinen Ort haben, an dem sie sicher sind, die nach Brot und Freundlichkeit hungern. Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort lässt uns hoffen. Wir bitten dich für deine Schöpfung, für die bedrohten Tierarten, die vom Klimawandel bedrohten Inseln und die von Dürre und Fluten bedrohten Regionen. Wir bitten dich für alle, die mit ihren Entscheidungen die Zukunft beeinflussen, für die Verhandlungen der Weltklimakonferenz und alle, die im Großen und Kleinen das politische Klima beeinflussen. Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort führt uns zusammen. Wir bitten dich für diese Gemeinde, für deine Kirche, für alle, die deine Wahrheit weitersagen, für alle, die um der Wahrheit willen verfolgt und gefoltert werden. Wir bitten dich für alle, mit denen wir zusammen für deine Wahrheit einstehen. Und wir bitten dich für unsere Kranken, die Sterbenden und die Trauernden, für alle, die zu uns gehören und für die wir Verantwortung tragen. Du bist unser Gott, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Rettung. In der Kraft des Heiligen Geistes beten wir dich durch Jesus Christus an. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.